NDR 1 Niedersachsen. Die 60 Sekunden Zeitmaschine. 13. Oktober. So eine zeitlose und vor allem unpolitische Gestalten durch Hut, Knollennase und eben durch den lustigen Bauch. Diese zeitlose und vor allem unpolitische Gestalt, von der ihr Erfinder hier spricht, ist das Ostampelmännchen. Heute vor 60 Jahren präsentiert der Psychologe Karl Peklau seine Entwürfe dem Verkehrswesen der DDR. Einmal stehend in Rot, einmal gehend in Grün, mit großen Schritten. Bis das Ampelmännchen auf den Straßen zu sehen ist, muss Peklau allerdings noch einiges ändern. Erst sollen die Finger weg, dann die Ohren. Und auch die Laufrichtung des grünen Ampelmännchens muss geändert werden. Nun geht es nicht mehr nach rechts, sondern nach links. Ganz klar. Der Weg durch die DDR-Instanzen dauert und dauert. Erst 8 Jahre später regeln die Ampelmännchen erstmals den Verkehr in der Ostberliner Friedrichstraße. Der Rest ist Geschichte.